Das ist der sowjetische Trainer Viktor Tichonow, der eine nicht allzu starke Mannschaft, so scheint es zumindest, hier mit nach Prag gebracht hat. Die Russen erkennen sie von rechts nach links spielend, ganz in Rot. Finnland mit Repo. Die Bank der Finnen, die sehr stark bisher in diesem Turnier gespielt haben, gegen Kanada gewonnen haben und gegen die GSSR-Weltmeister knapp verlor. Möglichkeit für Finnland, knapp verfehlt durch Maria Mäki. Bei der UdSSR in diesem Spielabschnitt in der Anfangsphase sehr viel Nervosität. Sie müssen erst noch beweisen, dass sie so viel Substanz haben, um hier vielleicht wieder zum 15. Mal den Weltmeistertitel erringen zu können. Noch einmal diese erste große Möglichkeit der Finnen. Koivulahti. Bei der UdSSR jetzt Petrov auf der Strafbank. 5 Finnen gegen 4 sowjetische Spieler und das Powerplay beherrschen sie. Der Führungstreffer für Finnland in der 11. Minute durch Rautakallio. Finnland eine gute Mannschaft, eine Mischung aus alt und jung und der Verteidiger Rautakallio mit dem Stock noch am Puck, hier der Torschütze. Dann die erste gekonnte Kombination der Sowjets. Und Ilönen im Tor der Finnen wird pausenlos jetzt geprüft, aber ein Meister seines Fachs. 34 Jahre alt, der finnische Schlussmann. Dann Helmut Balderis. Nach 15 Minuten die dritte Strafzeit für die Sowjetunion. 5 Finnen erneut gegen 4 sowjetische Spieler. Die Finnen gut, die Sowjets schwach und schwach auch ihre Hintermannschaft. 2:0 für Finnland durch die Nummer 8 Levo nach 15 Minuten. In der Folgezeit die Finnen weiterhin gut im Spiel, bei den Sowjets Ratlosigkeit und Nervosität auf der Bank. Die letzte Aktion im ersten Drittel, Schluckdorf, ein weiterer sowjetischer Spieler, sitzt auf der Strafbank, aber Peltonen für Finnland verfehlt. Nach der Pause kommen die sowjetischen Spieler entschlossen aus der Kabine. Repo, der finnische Mittelstürmer, die erste Strafzeit für Finnland. Möglichkeit also für die Sowjetunion zum ersten Mal in diesem Spiel, bei einem Spieler mehr auf dem Eis ein Tor zu erzielen. Powerplay der Russen. Und Ilönen, der beste Finne in diesem Spiel bei seiner 11. Weltmeisterschaft. Nach 28 Minuten werden die Russen etwas stärker. Alexander Maltsev mit der Nummer 10. Rückpass zu Alexander Golikow. Aber der Puck ist vor der Linie. Die Russen kombinieren jetzt etwas besser, setzen die finnische Abwehr mehr unter Druck. Und dann ist es Wladimir Schluckdorf nach 30 Minuten, der das Anschlusstor für den 14-maligen Weltmeister aus der UdSSR erzielt. Eine russische Drangperiode beginnt nun und Finnland wird schwächer. Die klare Linie der Finnen ist verloren gegangen. Schluckdorf in die rechte Ecke. 2 Minuten später. Makarov, der Neuling im sowjetischen Team, 2:2 der Ausgleich. Inzwischen hat Trainer Tichonow die Sturmreihen umgetauscht. Wladimir Petrov, der Routinier, spielt jetzt mit Lebedev und Makarov. Große Verwirrung jetzt vor dem Tor der Finnen. Und dann kommt der Verteidiger Fetisov, der jüngste Spieler bei den Sowjets, nach 33 Minuten zum 3:2. Somit endete auch das zweite Drittel.
Und im letzten Spielabschnitt gingen die Russen weiterhin auf und davon. 4:2 durch Harlamov, dann Anschlusstreffer für die Finnen durch Porvari. Dann erneut 2 Tore Vorsprung für die Sowjets durch Michailov. In diesem Moment 6:3, aber in wenigen Minuten muss das Spiel zu Ende sein. Das Spiel ist noch im Gange, aber am Sieg der Russen gibt es keinen Zweifel mehr.